Hallihallo und willkommen zurück in Enderal. Ja, wir sind hier in der Sternstadt, die aktuell ziemlich verlassen scheint. Aber ich fürchte, dass so ein Centuri oder so irgendwann mal doch zum Leben erweckt und uns dann Probleme bereitet. Naja, bisher ist auf jeden Fall noch nichts passiert und wir setzen unseren Weg fort. Da vorne sehe ich doch schon so eine blöde Ratte. Eine Mu-Ratte. Eine Ratte macht Mu, viele Ratten machen Mühe. Ja, keine Ahnung. So, die haben zumindest Zeug dabei, das finde ich gut. Und geben auch ein bisschen Erfahrung. Oh, noch eine Mu-Ratte. Hässliche Viecher. Wir können einen leider mit Krankheiten anstecken, deswegen lasse ich da lieber jetzt mal gegen kämpfen. Das ist besser. Der kann die Krankheiten besser einstecken. Nee, keine Ahnung. Der muss keinen Trank trinken. Zumindest keinen von uns. Stell dir vor, man müsste die Begleiter dann so mit Krankheitsschutztränken und so ausstatten. Das wäre ja ätzend. Ja. Gut, dass es nicht so ist. Dann rennen die immer in die Ratten rein, dann muss man die immer... Oh Gott, wäre das ätzend. Ja, kannst ruhig weitergehen. Ich bin eigentlich direkt hinter dir. Man muss in die Leute eigentlich reinlaufen. Man muss die wirklich so von hinten, ich habe keine Ahnung. Die müssen den eigenen Atem im Nacken spüren, damit die mal wieder weitergehen. Oh, oh, das da vorne sieht auch schon wieder gruselig aus. Also, so als könntest du uns angreifen. Aber es scheint still zu bleiben. Das sind Sternlingsglyphen. Könnt ihr das übersetzen, Kurmai? Links steht... Was links? Das ist oben und unten, aber egal. Surei, das bedeutet so viel wie Werkstatt und rechts... Wohnraum. Ich denke, über das Surei kommen wir nach oben. Na, ja, da geht's auch nicht weiter. Da hätten wir die Tafel gar nicht übersetzen brauchen, weil es gibt ja eh nur einen Weg nach oben. Also bisher ist hier alles linear eigentlich. Also wir hatten mal einen Abschnitt, wo man ein bisschen was erkunden konnte nebendran, aber so im Endeffekt ist bisher alles linear. Also man kann jetzt wenig frei wirklich entdecken. Ja, ein bisschen schade, aber ja, es wäre sonst halt einfach riesig geworden. Was cool wäre, aber dann hätte Enderal wahrscheinlich nochmal ein Jahr länger auf sich warten lassen. Das wäre auch unschön gewesen. Ja, hier geht es tatsächlich nach oben. Man kommt hier drauf, aber ich glaube nicht, dass man von hier aus noch irgendwas finden kann. Irgendwas Verstecktes. Ja, wir gehen einfach mal den normalen Weg weiter. Hier gehen wir einmal außen rum, ob hier irgendwas ist, aber bisher sieht es hier ziemlich leer aus. Okay, hier geht es rein scheinbar, aber ich schätze mal, das ist der Weg, den wir gehen. Ja, ja, genau. Okay. Ja, auch hier wieder gibt es quasi so einen Rundweg, aber eigentlich ist dort nichts. Aber es sieht schon cool aus hier, das muss man ja mal sagen. Und hier geht es weiter. Na gut. So, komm, Magistra Jaela, geh mal voran. Jaela, ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen oder an was mich dieser Name erinnert. Jetzt erinnere ich mich, die komische von den Gefährten, die hieß doch Jaela, oder? Ja, eine Statue. Das ist eigentlich das erste menschliche Gedöns, was wir gesehen haben. Also menschlich im Sinn von, sieht ein bisschen aus wie ein Mensch. Bisher wirklich verlassen. Also ich meine, das war ja schon eine große Stadt, wie wir hier sehen. Das muss eine Art Versammlungsraum gewesen sein. Ja, aber wo sind all die Leute? Moment, wo ist Kurmai? Was zum Henker? Er war doch gerade noch hier. Na wunderbar. Wir müssen ihn finden. Los, teilen wir uns auf. Wir treffen uns hier wieder. Was zum Teufel? Wie konnte der Kurmai jetzt verschwinden? Das ist sehr interessant. Aber gut, jetzt können wir ein bisschen freier erkunden, glaube ich. Okay, hier haben wir was. Zweihandkampf, aber nur ein Gesellenbuch. Ich meine, wir sind hier Ende der Hauptquest, glaube ich zumindest. Und wir finden Gesellenbücher. Also irgendwie, ja, keine Ahnung. Hier geht's irgendwie lang, aber auch irgendwie nicht. So, kann ich mit dir reden? Mhm. Theoretisch? Nee, kann ich nicht. Okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Danke, Jesper, dass du immer so viel mit uns plaudern möchtest. Wirklich genial. Und so, da vorne ist der Questmarker.
Ah, ich weiß, ich will jetzt auch nicht zu weit nach vorne gehen. Da ist auch ein Questmarker. Wir gehen erstmal dahin. Erstmal dahin und danach den anderen Questmarker abgehen. Okay, hier ist nichts. Alles klar, da geht's auch nicht weiter. Also, ja, das hier ist wirklich linear eigentlich aufgebaut. Gibt es keine großen Abstecher, wo man noch was frei erkunden könnte. Oder ich habe sie nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier gibt es einen Hebel. Wir scheinen in dem großen Turm zu sein, oder? So sieht es mir gerade irgendwie aus. Na gut, und hier haben wir einen Hebel, vielleicht einen Aufzug oder so. Ja, ich drücke E, aber es passiert nichts. Ja, hier ist ein Hebel. Ach, die müssen, glaube ich, erst kommen. So, Hebel. Fertig geworden. Hier ist ein Hebel. Ja, ein Lift, genau. Also wäre er kürzlich erst benutzt worden. Aber der kann auch nicht so schnell vorangehen, der Kurmai. Also irgendwie, der Kurmai ist mir gerade ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Der war dann eh so still, hatte keinen Bock mehr. Ich meine, verständlich. Ich meine, er hat gedacht, dass hier quasi alle wohnen hier friedlich und leben friedlich miteinander und dann ist einfach nichts los. Aber trotzdem ist an der Sache, finde ich, irgendwas faul. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Stimmt. Aber warum rennt der Kerl einfach weg? Das ist doch leichtsinnig. Ich verstehe es auch nicht. Das könnt ihr laut sagen. Aber das heißt dann nach oben. Sehen wir mal, ob der Hebel noch funktioniert. Ja, ich wollte ihn ja schon ziehen, aber ich muss ja erstmal auf euch warten. Ach so, nee, sie muss den Hebel. Ach so, natürlich. Wir können das nicht machen, nur sie. Sie ist einfach viel stärker als wir. So. Hallo. Ah, da kommt der Lift. Okay. Cool. Na und bitte. Drauf. Dann wollen wir doch mal sehen, wohin der führt. Ich bin auch gespannt. Auf jeden Fall nach oben. Ja, manchmal ein bisschen buggy. Ich kann mich auch gerade nicht bewegen. Interessant. Ja, wie gesagt, irgendwas daran gefällt mir noch nicht. Das ist, irgendwas ist noch faul an der Sache. Okay, jetzt sind wir oben. Zur Sicherheit nehme ich auch schon mal den Bogen raus, man weiß ja nie. Ich dachte gerade, das wäre Kurmai, es sind aber nur blöde Ratten. Och Mann, Jaela, geh halt aus dem Weg, wenn ich hier die Ratten angreifen will. Meine Güte, das ist wirklich so schwer. Aber dann kann Jaela, doch Jaela, ne? Ich kann jetzt hier ein bisschen angreifen. Oh, die ist auch ganz gut drauf eigentlich. Die Ratte kommt fast gar nicht mehr dazu, irgendwie uns anzugreifen. Weil einfach die ganze Zeit die wegschießt quasi und dann wieder eineist. Nicht schlecht. Sieht ein bisschen aus wie Fußrodar, wenn ihr die so wegschleudert. Naja, ich glaube, die ist schon tot. Nee, die ist doch noch nicht tot. Die hat noch viel Leben sogar. Okay, sie macht nicht viel Schaden. Aber die Gegner kommen halt überhaupt nicht mehr zum Angreifen, was halt auch geil ist. Also so kann man wohl auch kämpfen. Nicht schlecht. Hm. Was nun? Erstmal noch die letzte Ratte angreifen. Sehen wir uns um. Es muss irgendwo weitergehen. Ja, vor allem gibt es ja noch viel mehr Ratten. Ah, Ratten sind, finde ich, sehr nervig. Ich verstehe nicht unbedingt, dass man die hier in so einem späten Dungeon mit einbaut. Oder in so einem späten Bereich einfach. Wie gesagt, wir sind gegen Ende des Spiels, würde ich mal behaupten. Und dann kommt hier so eine, kommen hier noch so viele Ratten. Also gut, der Ort ist verlassen und so weiter. Und dann machen Ratten schon irgendwo Sinn. Aber es ist trotzdem sehr, sehr unschön. Aber die machen gut Schaden, das muss man ihnen lassen. Aber mir fällt gerade ein, wir spielen hier gerade auf Legendär, ne? Oder die Eiserner Pfad heißt es hier, glaube ich. Von dem her machen die eigentlich doch nicht so viel Schaden. So. Moment, noch kurz was essen. Eine Kohlsuppe zum Beispiel. Ich sehe die Ratte gerade überhaupt nicht mehr. Wo geht sie denn hin? Die wird einfach immer durch den ganzen Raum geschleudert. Ach, da hinten, hä? Ach komm, ist mir jetzt auch egal. Wir gehen, glaube ich, mal weiter, oder? Es geht ja eigentlich nur hier weiter. Nee, hä, wo geht's denn weiter? Hallo? Ich fühle mich hier gerade so alleine. Ach so, gut, die rennen alle noch der Ratte hinterher. Wo auch immer die Ratte jetzt hinrennt. Hallo?
Ah, jetzt sehe ich die Ratte wieder. Nein! Scheißendreck. Ja, die Kohlensuppe hat dann natürlich noch keine Wirkung entfacht. Und dadurch, dass wir eiserner Pfad spielen, killt uns einfach so eine Bescheiß... Es muss irgendwo weitergehen. Ratte. Ja, stimmt, es muss irgendwo... Okay, ja. Die wissen selbst gerade noch nicht wirklich, wo es weitergeht. Aber vielleicht können wir jetzt die Ratten besser umbringen. Ich weiß es nicht. Deswegen machen unsere Kameraden auch so wenig Schaden, glaube ich. Einfach, weil wir auf eiserner Pfad spielen. Na okay, da hat uns gerade wirklich eine Ratte getötet. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig. Naja, gut. Machst du nichts. So, wo geht's weiter, ist jetzt die Frage, ne? Achtung, Leute! Ratte! Jesper, schütze mich! Da ist eine Ratte. Wow, wie die einfach durch die Luft fliegt, diese blöde Ratte. Ein kritischer Treffer und da ist sie tot. Sehr gut. So, jetzt können wir, glaube ich, endlich mal in Ruhe. Und ich esse nochmal die Kohlensuppe. Wo haben wir sie denn? Können wir das auch essen? Ich glaube, das ist nicht so gut. Da, nee, Kokosnuss, Kohlsuppe. Ah, Kokosnuss kann man eigentlich auch essen. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier einen Aufgang finden. Die Frage ist nur, wie, wohin und was. Und ja, es muss irgendwo weitergehen. Toll, aber wo? Die ist scheinbar beschäftigt. Die antwortet uns erstmal nicht. Hier ist aber irgendwie auch nichts. Da oben nichts. Hm. Merkwürdig. Vor allem, es muss halt eigentlich hier irgendwas sein, weil ansonsten... Sehen wir uns hier mal um. Ja, du hast dich ganz schön im Gebüsch versteckt, mein lieber Jesper. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas gefunden. Es war aber nur Jesper. Also kein Hauptgewinn. Sehen wir uns hier mal um. Und auch hier scheint es wieder ein bisschen buggy zu sein, oder? Naja. Erstmal schaue ich, ob da unten noch irgendwas ist, aber es würde mich eigentlich eher wundern. Nee. Nö, hier ist nichts. Das heißt, es muss eigentlich da vorne irgendwas sein. Und normalerweise wird man natürlich sagen, ja, da vorne geht's weiter. Aber da ist halt nichts. Aber Kurmai könnte uns jetzt sicher helfen, aber der ist ja nicht da. Ich habe auch Angst, dass schon wieder irgendwas buggt oder so, dass wir deswegen gerade nicht weiterkommen. Man kann sich nie ganz sicher sein. Sehen wir uns hier mal um. Ja, aber was erwartest du hier? Wo soll hier was sein? Weil ich sehe hier irgendwie gar nichts Spannendes. Ich sehe keinen Hebel, keine Druckplatte, kein Champignon. Ich sehe... ja, eigentlich nichts. Nichts, was mir jetzt irgendeinen Hinweis geben könnte, was wir machen sollen. Die sagt uns einfach gar nichts mehr. Hm. Ja, merkwürdig, merkwürdig. Wie gesagt, ich fürchte schon fast, dass sich hier wieder irgendwas festgepackt hat. Aber das wäre natürlich wieder sehr ätzend. Hm. Oder ich bin halt einfach zu blöd. Das passiert schon auch manchmal. Aber... Oh. Ich meine, die bleiben beide vor diesen Teilen hier stehen. Es gibt ja solche zwei... Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Altäre oder sowas? Keine Ahnung. Hier kann man drauf, theoretisch. Passieren tut aber nichts. Aber ich meine, die bleiben beide davor stehen. Also der könnte schon irgendeine Bewandtnis mit denen haben. Aber es gibt hier bei denen auch keine Hebel oder irgendwelche anderen Sparenzchen. Ach, Mann. Ich bin auch blind. Das nenne ich mal gut versteckt. Ja. Okay, ich habe wirklich einige Zeit gebraucht, bis ich es gesehen habe, aber schlussendlich habe ich es ja glücklicherweise gesehen. Nicht, dass sie da noch irgendwie, ja. Ich finde, diese Ketten sind echt sehr leicht zu übersehen. Aber gut, wir haben es ja glücklicherweise dann am Ende noch gefunden. Jetzt geht's Richtung Vin. Vin? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, von was. Vin. Hm, naja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da drin auf uns wartet. Jetzt kommen wir ja scheinbar wirklich in die Sternenstadt rein. Oder war Winn so ein Teil der Karte? Oder war das ein Land? Oder beim was? Weisen Eremiten. War Winn? Naja. Was ist das für ein Ort, Magistra? Könnt ihr die Glyphen lesen? Alter. Ja, das, Turm der Erinnerungen. Das dürfte ungefähr hinkommen. Ich frage mich immer noch, was mit Kurmai ist. Was sind das für Kristalle? Gute Frage. Für mich sehen sie wie Energiequellen aus. Spürt ihr das? Diese Kraft. Faszinierend, wirklich. Ich spüre ehrlich gesagt nichts. Naja, Turm der Erinnerungen. Könnte das eine Art Archiv sein? Das wäre doch genau das, was wir bräuchten. Ja, ich glaube, wir sind an unserem Ziel angekommen, tatsächlich. Lass mich mal weiterlesen. Verdammt, das ist wirklich schwer. Aber... bei Malphas, ja! Ja? Wir haben einen Glückstreffer gelandet. Der Prophet hatte recht. Das ist ein Archiv. Das Archiv, um genau zu sein. Es ist das Archiv! Der Sternlinge. Okay. Ja? An sonderlich viel scheinen sie sich dann wohl nicht zu erinnern. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das wollen wir doch mal sehen. Kommt. Oh oh. Ein Knopf. Und jetzt. Oh. Shit. Wir fallen. Alle hier so auf dem Boden und wir in der Luft. Ich schätze, ein Wort der Warnung hätte den Überraschungseffekt ruiniert, Magistra. Einen Moment. Ah, hier. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, wir fahren nach oben und nicht nach unten, aber gut. Huch! Was zum Teufel? Was zum Henker ist das denn jetzt? Kurmai hatte recht. Mit jedem Wort, das er sagte. Die Ursternlinge lebten schon lange vor uns. Sogar schon lange vor den Pyräern. Und das, was wir gleich sehen werden, sind ihre Erinnerungen an die Epoche der Pyräer. Ihre Aufzeichnungen sozusagen. Okay, und warum dreht sich hier gerade alles? Ihr wollt sagen, dass die Sternlinge schon hier oben waren, als die Pyräer noch lebten. Ja, davon gehe ich aus. Richtig, und sie haben alles, ihre Entstehung, ihren Untergang dokumentiert. Und nicht nur den der Pyräer, wie es scheint, auch den vieler Zivilisationen davor. Und genau jetzt sind sie verschwunden. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Tja, das ist die große Frage. Aber ich schätze, für ihre Beantwortung bleibt uns keine Zeit. Oder ihre Beantwortung wird, werden wir schon sehr bald sehen, fürchte ich. Ja. Ja, ich gehe wirklich davon aus, dass wir irgendwie hier fliehen müssen oder sonst irgendwas, weil irgendwas passiert. Weil die Sternlinge sind ja vielleicht auch geflohen. Vielleicht haben sie sich auch eine neue Stadt gebaut, weil die alte zu klein wurde. Oder vielleicht war die alte nicht mehr so geil. Man weiß es nicht. Naja, aber wenn die Sternlinge die Pyräa überlebt haben, dann bedeutet es auch, dass sie irgendwie von der Läuterung verschont geblieben sind. Ja, das würde ich auch behaupten. Das tut es, ja. Sie waren all die Zeit über hier oben und haben nichts getan. Vielleicht waren ihnen die Hände gebunden. Leben und sterben. Lebt wohl. Vielleicht jetzt waren ihnen die Hände labert gebunden. Jesper noch irgendwas. Es hätte schon genügt, wenn sie ihr Wissen mit uns geteilt oder uns vor dem Zyklus gewarnt hätten, oder? Sie wollten aus irgendeinem Grund mit all dem nichts zu tun haben. Ja, beides macht irgendwie Sinn. Ein bisschen. Ja. Aber ich glaube... Ja, sie wollten sich aus der Sache einfach raushalten. Ich glaube tatsächlich, dass die Hohen einfach nur die Menschen gegeneinander aufwiegeln. Und mehr machen die eigentlich nicht. Aber es funktioniert halt leider immer. Oder das. Aber wie auch immer... Es bleibt Spekulation. Was wir wissen ist, dass der rote Wahnsinn und die Hohen den Sternlingen hier oben nichts anhaben konnten. Und dass ihr Wissen der Schlüssel zur Vollendung des Leuchtfeuers sein könnte. Okay, ich gehe zu meiner Theorie. Wir kommen in den Erinnerungen der Pyräer. Dann wollen erklärt wir noch nicht den roten Wahnsinn. Schlau werden. Wenn oh, der cool. Großmeister recht hatte, sollte die pyräische Geschichte exakt die verschiedenen Phasen des Zyklus repräsentieren. Jetzt haben wir ja auch noch eine Fackel im Inventar. Na gut. Altes Relief. Okay. Das können wir uns gleich mal alles anschauen. Aber ich glaube, das machen wir eher in der nächsten Folge. Denn es ist leider schon wieder Zeit. Letzte war dafür ja auch ein bisschen länger.
Ja, dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal die ganzen Sachen an. Sieht ja interessant aus. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch und ciao.